Versicherungskauffrau Sonja Gerlach lebt mit ihrem Freund und Vorgesetzten Joe Bärwald in Berlin. Das glückliche Paar hat sich bewusst für die Karriere und gegen Kinder entschieden. Sonja ist kein geborener Familienmensch. Sie ist bei ihren Großeltern aufgewachsen, da ihre Mutter bei der Geburt starb und ihr Vater Michael Herrmann mit der Erziehung überfordert war. Seit 25 Jahren hat sie nichts mehr von ihm gehört. Doch heute holt sie die Vergangenheit ein. Schönen guten Tag. Sind Sie Frau Gerlach? Guten Tag, ja. Frau Gerlach, wir müssten mal mit Ihnen reden. Geht das jetzt gerade, Jo? Ja, ist denn was passiert? Wir haben schon eine ziemlich traurige Nachricht für Sie. Ist das mit meinen Großeltern? Nee, nicht mit Ihren Großeltern. Nee, mit Ihrem Vater, mit dem Michael Herrmann. Mit meinem Vater? Der ist gestern hier in Berlin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wir haben Ausweis, Schlüssel etc., das würden wir ganz gerne Ihnen übergeben. Außerdem gibt es auch noch was im Zusammenhang mit dem Tod Ihres Vaters, was wir klären müssten mit Ihnen. Könnten Sie uns damit auf die Wache mitbegleiten? Ich weiß gar nicht, was ich glauben soll. Mein Vater. Ich verstehe, Sie stehen jetzt unter Schock, aber wäre es möglich, dass Sie uns sofort begleiten würden? Entschuldigung, was ist denn hier los? Schönen guten Tag, wer sind Sie denn? Ich bin Joe Bärwald, der Niederlassungsleiter. Oh, guten Tag, Talbach, Polizei. Was ist denn passiert? Können Sie uns kurz mal allein lassen? Wir warten draußen. Machen wir. Schatz. Was ist passiert? Schatz, ist was ganz Schlimmes passiert. Anscheinend ist mein Vater beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ich soll sofort mit zur Wache. Okay, ja, na klar, natürlich. Nimm dir einfach den Rest des Tages frei. Okay, bis später. Schatz. My face above the water. Auf der Polizeiwache ist auch die Jugendamtsmitarbeiterin Eva Rückert anwesend, die sich um die Waisen Hanna und Ben kümmert. Dass Sonjas Vater mit seiner neuen Frau verunglückt ist und sie plötzlich ihre Halbgeschwister großziehen soll, überfordert die 28-Jährige. Sie hat sich immer Kontakt zu ihrem Vater gewünscht, doch der hat sich nie bei ihr gemeldet. In den Papieren, machen Sie mal Ihres Vaters, hier, war ein Notfallausweis dabei. Und da stehen Sie drin als die Person, die sich um die Kinder kümmern wird, wenn Vater und Mutter was zustößt. Können Sie gerne gucken. Und auf der Rückseite haben Sie auch noch die Nummer eines Anwalts. Da können Sie sich ja hinwenden, wenn Sie jetzt irgendwie nicht so richtig wissen, wie Sie da handeln sollen, ja? Und so wie es aussieht, Frau Gerlach, existiert von beiden Elternteilen eine Sorgerechtsverfügung. Und Sie sind für die Kinder als Vormund eingetragen. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass Sie jetzt entscheiden, was mit den Kindern passiert. Leider gibt es keine weiteren Verwandten. Und wenn Sie die Kinder nicht zu sich nehmen, müssen Sie erst einmal ins Heim. Stopp mal jetzt. Also ich will jetzt echt nicht herzlos klingen. Aber mein Vater, der hat sich mein Leben lang nicht um mich gekümmert. Er wohnt seit 2 Jahren in Berlin und hat es nicht geschafft, sich bei mir zu melden. Und ich soll jetzt seine Kinder nehmen? Das geht nicht. Das sind aber Ihre Geschwister. Ja, ich kenne doch die beiden überhaupt gar nicht. Außerdem, ich arbeite Vollzeit in der Versicherung. Ich habe weder Zeit für die Kinder, noch wollte ich nie welche haben. Sie haben die Vormundschaft. Sie können das nicht ablehnen. Sie können mir doch nicht einfach die beiden Kinder aufs Auge drücken. Also ich rede definitiv noch mal mit dem Anwalt. Ich werde die Kinder nicht zu mir nehmen. Tja, das finde ich sehr schade. Da müssen Sie wohl erst mal ins Heim. Ich glaube, ich spinne. Wie kann denn mein Vater mich als Vormund seiner beiden Kinder einsetzen? Ich meine, die beiden, die tun mir ja echt leid. Aber jetzt plötzlich Mutter spielen? Ich muss das unbedingt noch mal mit dem Anwalt klären. Obwohl Sonja ihren Halbgeschwistern Hanna und Ben noch nie begegnet ist, tut ihr das Schicksal der beiden sehr leid. Doch die Versicherungskauffrau fühlt sich nicht in der Lage, plötzlich 2 Kinder großzuziehen. Deshalb sucht sie Rechtsanwalt Bernd Römer auf, um die Vormundschaft abzuweisen. Wegen so einem komischen Vermerk in einem Notfallpass muss ich mich jetzt um die Kinder von meinem Vater kümmern? Ist das richtig? Nein, das ist natürlich nicht ganz richtig. Also dieser Vermerk ist natürlich nicht alles. Das ist ganz klar. Ihr Vater ist vor 2 Jahren bei mir gewesen und hat eine Sorgerechtsverfügung aufsetzen lassen durch mich. Die ist auch beim Notar hinterlegt. Die hat er und seine Frau damals unterschrieben. Und darin sind Sie ganz formell als Vormund für Hanna und Ben bestimmt. Ist das Ihr Ernst? Was heißt denn das jetzt für mich? Das bedeutet, dass Sie das Sorgerecht für die beiden haben. Das heißt, Sie müssen sich jetzt um alles kümmern, was die Kinder angeht, so als wären Sie die Mutter. Ganz konkret heißt das, Sie müssten jetzt erstmal den Nachlass Ihres Vaters auflösen und Sie müssten für die beiden eine Waisenrente beantragen, zum Beispiel. Ich kapiere das nicht. Als meine Mutter bei meiner Geburt damals gestorben ist, da hat mein Vater sofort gesagt,
dass seine Schwiegereltern mich adoptieren sollen. 3 Jahre später ist er dann von Berlin nach Bayern gezogen und hat sich nie wieder bei mir gemeldet. Er hat mir keine Karte geschrieben, ich habe kein Geschenk zum Geburtstag bekommen, nichts. Und jetzt soll ich mich plötzlich um seine Kinder kümmern? Ja, das ist natürlich eine Konstellation. Ich kann verstehen, dass Sie aus allen Wolken fallen, das kann ich verstehen. Aber Ihr Vater hatte mir gesagt, dass Sie die einzige Verwandte sind, dieser beiden Kinder. Und er hat es Ihnen auch zugetraut, dass Sie sich um die beiden gut kümmern können. Kann ich denn überhaupt nichts dagegen tun? Das fürchte ich, können Sie nicht. Das ist so geregelt. Über 60 Jahre alt sind Sie ja noch nicht. Wenn ich das richtig sehe, haben Sie eine schwerwiegende Krankheit? Nein, ich bin kerngesund. Gut, dann sieht es so aus, dass Sie tatsächlich diese Vormundschaft übernehmen müssen. Das ist gesetzlich geregelt. Sie können das auch gerne noch mal nachlesen. Also es gibt da einige wenige Ausschlussgründe in § 1786. BGB, die treffen aber auf Sie eigentlich nicht zu. Sie können das nicht ablesen. Sie können das auch gerne noch mal hier nachlesen, bitte. Ich kann die Kinder und ich will die Kinder nicht zu mir nehmen. Das ist noch mal eine andere Geschichte. Das kann Sie natürlich jetzt niemand zwingen, die Kinder aufzunehmen. Allerdings sind Sie verantwortlich für das Wohl der Kinder. Sie müssen alle wichtigen Entscheidungen für die treffen. Und wie wollen Sie das machen, wenn Sie die gar nicht kennen? Wie soll das gehen? Und ich glaube, die Kinder brauchen Sie auch. Ich weiß doch überhaupt gar nicht, wie man mit Kindern umgeht. Und dazu arbeite ich auch noch Vollzeit. Ja, dann kann man doch zum Beispiel eine Tagesmutter dazu nehmen. Die kann Ihnen doch gerade am Anfang helfen, den ganzen Alltagskram besser zu bewältigen. Oder Sie überlegen sich, auf eine Halbzeitstelle runterzugehen. Dann haben Sie wirklich Zeit für Ihre Geschwister, dann können Sie doch besser kennenlernen. Ich meine, die beiden sind Ihnen doch nicht egal, oder? Nein, natürlich, die tun mir ja auch leid. Gut, dann würde ich jetzt vorschlagen, wir bleiben bei dem Fahrplan, den wir haben. Morgen ist der Termin beim Jugendamt. Sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn Sie die genaue Uhrzeit haben. Und dann gehen wir da zusammen hin. Dann gucken wir mal weiter. Und ich glaube, wir finden eine gute Lösung. Trotz der Trauer um ihren Vater ist Sonja wütend, dass er sie ohne ein Wort als Ersatzmutter für seine Kinder bestimmt hat. Sie möchte ihren Halbgeschwistern helfen, ist aber nicht bereit, ihr jetziges Leben einfach aufzugeben. Und dann ist da ja auch noch ihr Freund Joe, der keine Kinder im Haus haben will. Schatz, beruhig dich erstmal, okay? Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Du hast gut reden. Der Anwalt hat gesagt, dass ich gegen diese doofe Verfügung von meinem Vater nichts machen kann. Ach, da gibt's bestimmt eine andere Lösung. Wahrscheinlich hat dein Vater noch ganz andere Verwandte. Und wenn nicht, dann bestimmt seine Frau. Also die Polizei, die hat klar und deutlich zu mir gesagt, dass ich die einzige Verwandtschaft von den beiden Kids bin. Und wenn schon? Weder du noch ich haben Lust, plötzlich Eltern von einem pubertierenden Mädchen und einem kleinen Baby zu sein. Das sollte selbst dem Jugendamt klar sein, dass es nicht die beste Lösung ist, wenn die beiden zu uns kommen, wo wir überhaupt gar keine Kinder wollen. Ja, und was soll ich jetzt machen, deiner Meinung nach? Ganz ehrlich, der Rechtsverdreher von deinem Vater hat bestimmt keine Ahnung und wollte dich wahrscheinlich auch noch schnell loswerden. Du sprichst morgen gleich mal mit meinem Anwalt. Und was ist, wenn dein Anwalt genau dasselbe sagt? Also eine Sache ist klar. In diese Wohnung kommen mir keine Kinder, die mir jeden Tag auf der Nase rumtanzen und uns unser schönes Leben hier auf den Kopf stellen. Ja, aber wo sollen sie denn hin, wenn nicht zu uns? Für solche Fälle gibt es Kinderheime. Ganz ehrlich, Schatz, das sind meine Halbgeschwister. Ich kann die doch nicht einfach ins Heim stecken. Wie willst du mir jetzt damit sagen, dass du die beiden doch hierher nehmen willst? Du hast doch gerade noch gesagt, dass du überhaupt nicht einsiehst, warum du dich ausgerechnet um die beiden Kinder von deinem Vater kümmern sollst, wo dein Vater sich nie um dich gekümmert hat. Ja, vielleicht, ich meine, so war es jetzt nicht gemeint, aber jetzt mal ganz ehrlich, die beiden sind Mutterseelen allein. Ohne Vater, ohne Mutter, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und schließlich können die beiden ja nichts dafür, dass mein Vater so ein Arschloch zu mir war. Aber deswegen musst du nicht Mutter Teresa spielen. Hey, andere Paare können sich bestimmt viel besser um die beiden kümmern. Kinder passen doch gar nicht in unser Leben. Ja, vielleicht hast du recht. Ich werde morgen gleich mal mit deinem Anwalt reden. Mach das. Wir werden uns unser schönes Leben zu zweit von niemandem kaputt machen lassen, hörst du? Ja, hast recht. Ich bin völlig verunsichert. Ich kann doch meine Halbgeschwister nicht einfach im Regen stehen lassen. Aber jetzt plötzlich Mutter spielen? Es ist echt eine scheiß Situation. Sonja könnte Hannah und Ben im Heim leben lassen.
Doch das bringt sie nicht übers Herz. Sie will ihre Halbgeschwister bei sich aufnehmen, bis sie eine bessere Lösung gefunden hat. Mit ihrem Anwalt Bernd Römer und der Jugendamtsmitarbeiterin Eva Rückert fährt sie zum Kinderheim. Hallo, ich bin Sonja, deine Halbschwester. Hallo, ich heiße Hanna. Das ist mein kleiner Bruder Brett. Ach, der ist ja süß. Hanna, ich hab dir ja schon gesagt, dass deine Halbschwester euch erstmal zu sich aufnimmt, damit ihr gut untergebracht ist, erst einmal. Hast du deine Sachen schon gepackt? Nee, ein paar Sachen. Kannst du die noch holen, bitte? Ich nehm Ben zu lange, ja? Na, komm mal her, Süßer. Komm mal her. Geh mal zu deiner Schwester, guck mal. So, einfach beide Arme, ne? Ja. Und dann einfach fasse ich ihn an, so? Genau, so ist das prima. Mach ich das so richtig? Ja, und festhalten mit beiden Armen, ne? Hallo? Du hast noch nie ein Baby auf den Arm gehabt, stimmt's? Nee. Ja, ich nehme ihn mal lieber. Ich tue ihn in den Buggy, dass er besser aufkommt. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich kann das nicht mit der Mutter spielen. Ach Quatsch, warum? Das lernen Sie doch ganz schnell, wie man mit so einem Baby umgeht. Ich weiß nicht, gibt es nicht doch noch eine andere Alternative, die beiden gut unterzubekommen? Frau Gerlach, es ist auf jeden Fall das Beste, wenn Sie die Kinder zu sich aufnehmen. Sonst müsste ich die beiden trennen. Wollen Sie das wirklich? Warum denn trennen? Naja, die haben im Moment keinen Platz für die beiden Kinder mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen. Sehen Sie mal, Sie haben doch auch gesehen, wie die Hanna ausgesehen hat, was die für verweinte Augen hatte. Sie wissen doch aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist, ohne Eltern klarzukommen, ohne Eltern aufzuwachsen. Die brauchen Sie jetzt. Okay, vielleicht haben Sie recht. Ich werde sie jetzt erstmal zu mir nehmen. Das wird. Wollen wir dann? So, kannst du die Sachen nehmen? Mhm. Ich schiebe lieber den Warten Sie, ich nehme Ihnen was ab. Ich kann das noch immer nicht begreifen, dass Mama und Papa tot sind. Wie soll das denn jetzt alles weitergehen ohne meine Eltern? Und bei meiner Halbschwester hatte ich auch das Gefühl gehabt, sie will von mir und Ben nichts wissen. Vor dem, was jetzt kommt, habe ich echt eine scheiß Angst. Vom Kinderheim aus ist Sonja mit Hanna und Ben zu ihren Großeltern Werner und Margit Gerlach gefahren. Sie hofft, dass ihre Adoptiveltern für wenige Tage auf ihre Halbgeschwister aufpassen. Denn trotz der außergewöhnlichen Situation will sie ihr altes Leben nicht aufgeben und wie geplant in den Mallorca-Urlaub fahren. Ja, und wo sind die Kinder? Ich habe die gerade beide vom Kinderheim abgeholt und erst mal draußen im Auto gelassen. Warum hast du die denn nicht mit reingebracht? Ja, ich wusste halt nicht, wie ihr reagiert. Und ich wollte Hanna jetzt nicht noch mehr verschrecken. Die Kleine steht völlig unter Schock. Ach, das ist ja schrecklich, dieses Erlebnis. Beide Eltern zu verlieren, die Arme. Ja, es ist auch. Jedenfalls, warum ich zu euch gekommen bin, ist, ich wollte mit Jobas Wochenende nach Mallorca verreisen. Und ich wollte euch fragen, ob ihr eventuell die beiden zu euch nehmen könntet bis Sonntag. Das ist doch gar kein Problem, Liebes. Das geht überhaupt nicht. Was soll das denn jetzt? Das geht nicht. Wir sind morgen am 70. Geburtstag meines Bruders. Da fahren wir morgen früh hin. Wir sind morgen gar nicht da. Ja, dann fährst du eben alleine und ich passe auf die Kinder auf. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das sind nicht unsere Enkelkinder, das sind fremde Kinder. Das sind Sonjas Halbgeschwister und die brauchen jetzt besondere Zuwendung, weil sie ihre Eltern verloren haben. Aber doch nicht von uns. Ende der Diskussion. Oh, sei nicht traurig. Papa hat wirklich ein großes Herz. Aber immer, wenn das Thema auf Michael kommt, dann stellt er auf stur. Warum? Weil Michael sich damals um mich so gut wie nicht gekümmert hat. Aber was mache ich denn jetzt, Oma? Was soll ich denn jetzt zu Joe sagen? Und was mache ich mit den Kids? Also ich werde Werner nicht mehr umstimmen können, heute die Kinder zu uns zu nehmen. Das heißt, du musst Joe anrufen, ihr müsst den Flug nach Mallorca canceln und du musst dich um die Kinder kümmern. Ich erkenne meinen Opa überhaupt nicht wieder. Normalerweise hilft er mir in allen Situationen. Und jetzt lässt er mich einfach hier im Regen stehen. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich bin fix und fertig. Während Bernd Römer sich um die offizielle Abmeldung des verstorbenen Michael Herrmann kümmert, sagt Sonja schweren Herzens die Mallorca-Reise ab. Sie weiß genau, dass Joe von den Kindern nichts wissen will und spielt ihm vor, krank geworden zu sein. Während ihr Freund alleine in den Urlaub fliegt, geht Sonja mit Hanna und Ben auf große Einkaufstour. Die 28-Jährige hofft, dass ihr Mutterdasein nur eine vorübergehende Lösung ist. Du, Hanna, das wollte ich dir vorhin schon im Auto sagen. Ich finde bloß immer nicht so richtig die Worte.
was da mit deinen Eltern passiert ist, das tut mir echt leid. Ja, ist schon okay. Nein, wirklich, ich verspreche dir, ich werde für euch da sein. Ja, und was war das für eine Aktion bei deinen Großeltern? Was meinst du denn? Naja, ich hatte das Gefühl gehabt, ich und Ben sind dir lästig geworden und du würdest uns am liebsten bei denen unterbringen. Ach nein, ich bin da bloß vorbeigefahren, weil ich von euch erzählen wollte. Guck mal hier. Hier sind doch Windeln. Ey, Sonja, du hast euch gar keinen blassen Schimmer, oder? Guck doch mal. Nein, das sind voll die falschen Windeln. Hier steht bis zu 4 Monate. Ben ist schon fast 13 Monate alt. Die sind ihm viel zu klein. Ach so, ich... Ja, am besten nimmst du mal den Ben und ich mache jetzt hier den Einkauf weiter, weil so wird es ja nichts. So, und jetzt fahren wir auch in den Drogeriemarkt und nicht zum Babyausstatter. Gott sei Dank kennst du dich wenigstens aus. Ich konnte ihr doch vorhin unmöglich die Wahrheit sagen. Wahrscheinlich hätte ich sie damit nur verletzt. Ich weiß, wie man mit Zahlen umgeht, aber ich bin noch keine Mutter. Und das ist genau das, was die beiden jetzt brauchen. Sonja ist froh, dass Bernd Römer sich mit ihr um die Beerdigung ihres verstorbenen Vaters kümmert. Denn die Versicherungskauffrau ist schon mit der neuen Rolle als Ersatzmutter vollkommen überfordert. Nichtsdestotrotz hat sie ihre Halbgeschwister in den letzten beiden Tagen in ihr Herz geschlossen. Die 28-Jährige glaubt, dass es ihrem Freund genauso ergehen wird. Als Joe aus seinem Urlaub zurückkommt, hofft sie auf sein Verständnis. Was ist denn hier los? Hallo, Schatz. Ja, sorry, ist ein bisschen unordentlich. Aber ich räume gerade auf. Ja, das sehe ich, dass du aufräumst. Aber was haben die Babyflaschen hier zu suchen? Ich habe Hannah und Ben vor 3 Tagen aus dem Kinderheim was abgeholt. Hast du gemacht? Ja, die sind jetzt hier. Die werden dir gefallen. Komm, ich stelle sie dir mal vor. Hey, was ist denn hier los? Hallo. Hanna, das ist mein Freund Joe. Joe, das sind Hanna und Ben. Hallo. Hi. Kommst du mal kurz, wir müssen reden. Du jetzt eigentlich, dass du die beiden echt hierher holst? Wir waren uns doch einig, dass du die nicht hierher holst. Ja, aber was sollte ich denn machen? Die Jugendamt-Tussi wollte die beiden voneinander trennen. Okay, aber wir müssen für die beiden so schnell es geht eine andere Unterkunft finden. Und wie stellst du dir das bitte vor? Ja, ich stell's mir auf jeden Fall so vor, dass sie nicht in meinem Zimmer einquartiert werden. Ja, Entschuldigung, aber meine Geschwister müssen doch irgendwo schlafen. Ach, jetzt sind's schon deine beiden Geschwister. Du wolltest die Vormundschaft doch nicht, dachte ich. Und jetzt hausen die beiden hier und ich kann sehen, wo ich bleibe, oder wie? Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum du so aggressiv bist. Hallo, die beiden haben vor 3 Tagen bei einem Verkehrsunfall ihre Eltern verloren. Das sind meine Halbgeschwister. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt den Papa spielen oder wie? Nein, ich nehme jetzt erstmal eine Woche Urlaub und dann werde ich das alles regeln. Urlaub? Sag mal, spinnst du? Wir haben Quartalsabschluss, okay? Da kannst du nicht freimachen. Ja, aber irgendwie muss ich doch um die Beerdigung gekümmert werden. Ich muss mich mit dem Anwalt um Nachlass kümmern und so eine Wohnung löst sich auch nicht von heute auf morgen alleine auf. Ganz ehrlich, mach dein Kram. Ich find's verrückt. Mach das, aber ohne mich. Wo willst du denn jetzt hin? Ich gehe zu einem Kumpel in eine kinderfreie Wohnung. Er muss doch begreifen, dass ich meine Geschwister nicht ihrem Schicksal überlassen kann. Ich verstehe das nicht, warum der so herzlos ist. Ich hoffe, Joe kriegt sich wieder ein. Auch in den nächsten Tagen kommt es zu keiner Versöhnung zwischen Sonja und Joe. Die Versicherungsangestellte hat sich eine Woche freigenommen, um sich intensiv um ihre Halbgeschwister zu kümmern. Hannah und Ben steht eine Waisenrente zu, die Sonja mit Hilfe ihres Anwalts Bernd Römer beantragen muss. Gemeinsam suchen sie die Wohnung ihres verstorbenen Vaters auf, um die nötigen Unterlagen für den Rentenantrag zu suchen. Kein leichter Weg. Schauen Sie mal. Hier ist ein Foto von meinem Vater mit Hannah und Ben. Irgendwie habe ich mir ihn ganz anders vorgestellt. Das Foto im Ausweis ist ja bestimmt schon 10 Jahre alt. Und ich habe noch eins, da ist er 20. Das ist alles so unwirklich. Ja, ich verstehe das. Das ist ein befremdliches Gefühl. Wonach suchen wir denn jetzt eigentlich? Wir suchen jetzt natürlich nach Unterlagen, die uns Aufschluss geben über den Verdienst und so weiter. Alles, was wir brauchen, um hinter die Waisenrentenanträge ausfüllen zu können. Vielleicht schauen Sie einfach mal die Ordner durch. Ich nehme mal den Schreibtisch vor, ja? Hm? Bei der Suche nach den Unterlagen macht Bernd Römer einen interessanten Fund. Frau Gerlach, kommen Sie mal bitte. Hier sind Briefe.
Anscheinend von ihrem Vater, die sind an sie adressiert. Briefe? Die sind alle noch verschlossen. Mein Vater hat mir doch nie geschrieben. Aber da ist sogar ein Stempel drauf, die wurden vor 15 Jahren abgeschickt. Meinen Sie, ich kann die mal öffnen? Ja, natürlich, die sind an sie adressiert. Okay. Liebe Sonja, es tut mir in der Seele weh, dass du all meine Briefe zurückgeschickt hast. Ich kann deine Enttäuschung über mich ja sehr gut verstehen. Ich habe als Vater leider versagt. Ich hoffe, du wirst diese Zeilen lesen und du kannst mir eines Tages verzeihen. Ich vermisse dich. In Liebe, dein Papa. Also war ich, hat mein Vater mich also doch nicht vergessen. So war ich ihm doch nicht egal. Aber warum habe ich die Briefe nicht bekommen? Also wenn die Adresse richtig war, dann sollten Sie das vielleicht Ihre Großeltern fragen. Sonja Gerlach hat 25 Jahre lang keinen Kontakt zu ihrem Vater gehabt und nach seinem Tod unerwartet die Vormundschaft für ihre Halbgeschwister vererbt bekommen. Als sie Briefe ihres Vaters in seiner Wohnung findet, wird Sonja klar, dass er immer den Kontakt zu ihr gesucht hat. Doch ihre geliebten Großeltern haben ihr seine Nachrichten vorenthalten. Aufgebracht stellt sie die Rentner zur Rede. Hallo, was ist denn los? Das hier sind Briefe, ungeöffnet von meinem Vater. Die hat der Anwalt in seiner Wohnung gefunden. Ich habe nie davon einen Brief gesehen und ich möchte jetzt wissen, warum. Das kann nicht sein. Dein Vater hat dir nie geschrieben. Hier, sieh doch selbst. Die sehe ich jetzt zum ersten Mal. Weißt du, was das zu bedeuten hat? Also warst du's. Also hast du jahrelang die ungeöffneten Briefe wieder zurückgeschickt. Obwohl du ganz genau gewusst hast, dass ich mich über ein Lebenszeichen gefreut hätte. Warum? Ich wollte dich nur schützen. Schützen? Wovor denn? Vor meinem eigenen Vater oder was? Ja, vor deinem Vater. Du warst ihm nur scheißegal. Er hat sich nicht um dich gekümmert. Er hat sich sogar zur Adoption freigegeben. Und auf einmal schreibt er dir Briefe. Dabei hat er seine eigene Familie in Bayern. Was redest du für einen Unsinn? Wenn ich meinem Vater egal gewesen wäre, dann hätte er mir doch nicht geschrieben. Ich hatte einfach Angst. Aber wovor denn? Na, dass Michael uns Sonja wieder wegnimmt. Dabei ist es doch unsere Tochter seit der Adoption. Und wir lieben sie doch wie unsere eigene Tochter. Ich kann es nicht glauben. Du hast genau gewusst, dass ich mich über ein Zeichen gefreut hätte. Tut mir leid.